Das T-Modell von Ford hört auf den Namen Tourneo Custom und bietet in der Titanium-Ausstattung zwei seitliche Schiebetüren für bis zu 8 Passagiere und die nach oben öffnende Heckklappe. Warum ich mein Video mit der Tachoanzeige starte, liegt daran, weil es mich sehr beeindruckt hat, wie druckvoll der neue 2 Liter TDCi seine 400 Newtonmeter Drehmoment einsetzt und aufgrund der langen Übersetzung selbst bei 120 km/h Tachoanzeige nur 2000 Umdrehungen aufweist. Genau das dürfte die Erklärung dafür sein, warum der Langstreckenverbrauch des Tourneo zumindest unter den geschwindigkeitsüberwachenden französischen Augen des Gesetzes die 7-Liter-Marke häufig und deutlich unterboten hat. Neben dem zwar sehr kontrastreichen, aber mittlerweile etwas klein gehaltenen Navi-Bildschirm liegen die inneren Werte des Tourneo Custom in der Bestuhlung, genauer gesagt in der individuellen Lehnenverstellung aller 8 Sitze. Jeder Passagier kann seine Lehne nach eigenem Gutdünken anschrägen, sodass auch Ganztagesfahrten zum Genuss werden. Alle Sitze können geklappt werden, um die verbleibende Tiefe von knapp 70 cm für das Gepäck nochmals zu vergrößern. Für ein angenehmes Klima sorgt die zusätzliche separate Klimaanlage für die Bereiche der zweiten und dritten Sitzreihe. Innerstädtischen Tiefgaragen pariert der Tourneo Custom mit einer Gesamthöhe von unter 2 Metern. Das PKW-Ambiente und der Reisekomfort wird durch eine Vielzahl von Ablagen und Getränkehaltern auch für die hinteren Passagiere abgerundet. Die meisten Fahrer dürften hinsichtlich der Bedienung des Tourneo Custom keine Schwierigkeiten haben. Sie werden die direkte Lenkung, die Ford typisch auch in anderen Modellen angenehm auffällt, auch im Tourneo Custom nicht vermissen. Einzig die wenig einheitliche Entriegelung der Motorhaube, die im Falle des Tourneo ausschließlich per Schlüssel funktioniert, gehört sich dringend vereinheitlicht mit der üblichen Zugentriegelung an der A-Säule.